Juliane, man soll nicht zu viel saufen, wenn man Liebeskummer hat. Ja. Ich sauf auch zu viel. Ja, los, ab in die Dusche. In 2 Stunden ist Abfahrt. Ich muss ja über Zürich. Dein 50er Jahre Dutt, der hing am Schluss im Weihnachtsbaum. Kommst du uns mal in Berlin besuchen? Natürlich, wenn dein Vater mal wieder Zahnschmerzen hat. Oder das Ende eines Drehbuchs besprochen werden muss. Das finde ich schon noch. Zürich? Hallo. Am Julia-Pass. Ja, dann wirst du in etwa genau 2,5 Stunden da sein. Ich hab dir eins in meinem Storchen reservieren lassen. Bei mir geht es nicht, weil es sich nicht schickt. Ich freue mich auch, ja. Im Storchen? Jetzt erfahren wir endlich, was der Jean für ein Liebhaber ist. Also, ich, das geht uns wirklich nicht an. Ja, das ist ganz allein Jean seine Sache. Storchen, wie sinnig. Musst du mich eigentlich immer ärgern? Mich ärgert er, weil er mich leiden mag. Danke, Frank. Wie lange wirst du bleiben? Was weiß ich. Ich mail dir auf jeden Fall nächste Woche die neue Drehbuchfassung. Ciao, Pips. Wenn ich meinen Sohn habe, dann soll der so sein wie du. Und wenn ich mal wieder eine Mutter habe, soll sie so sein wie du. Noch am selben Abend lud mich Jean auf den bernischen Familiensitz zum Diner. Der Familienfahrer holte mich ab. Im Familienluxuswagen. Guten Abend. Darf ich vorstellen, Juliane, das ist meine Mutter. Herzlich willkommen. Dankeschön. Meine Schwester Maria. Sally. Sally. Meine Schwester Charlotte. Sie spricht dicht. Grüezi. Und last but not least, meine Tante Irene. Grüezi, Fräulein. Grüezi. Das ist zu viel. Hallo. Setzen Sie sich an meine Seite, Kind. Bertha, du kannst auftragen. Also, zum Wohl und ein gutes Neues. Ein gesundes gutes Neues. Gutes Neues. Und? Sie haben sich also in Berlin kennengelernt. Genau, ich habe bei meinem Onkel... Bist du in Berlin gesehen, Jean? Das weißt doch, Mutter. Zum Orthopädenkongress. Waren Sie auch bei den Orthopäden? Nein, Juchen war beim Dentisten. Also ich habe meinem Onkel ausgeholfen als Sprechstundenhilfe. Sprechstundenhilfe ist sie also? Ja. So, so. Also, ein Gute miteinander. Gute. Und auf der Hütte im Fextal wart ihr auch? Ja. Leider war das Wetter... Ist dem Luca seine Frau nicht gestorben? Schon vor 2 Jahren. So. Stimmt es, dass Sie mit Büffel zusammenarbeiten? Genau. Ich schreibe mit dem Büffel ein Drehbuch. Ein Drehbuch? Was ist das?
Da stehen die Texte drin, die die Schauspieler im Fernsehen sprechen, Tante. Die reden nicht so, wie es ihnen gerade kommt. Nein. Wie ist der Jean denn so als Liebhaber? Ich hatte noch gar nicht die Gelegenheit. Was? Aber ihr habt ja noch Zeit. Wir Berner werden uralt. Meine Großtante ist 108 Jahre alt geworden. Wir haben schon gedacht, wir müssen sie einschläfen. Wohin war ich denn hier geraten? In eine Schweizer Folge der Adams Family? Jean schien das alles ganz normal zu finden. Spielen Sie denn Bridge, Fräulein? Nein. Das habe ich mir gedacht. Die folgenden Tage vergingen damit, dass Jean mir tagsüber aus dem Rollstuhl Zürich zeigte und ich nachts versuchte, das Drehbuch auf die Reihe zu kriegen. Aber ich kam und kam nicht voran. Ich wartete, bis Jean mir endlich die ersehnte Frage stellte. Doch je länger ich vergeblich wartete, desto weniger ersehnte ich sie. Und dann schien sich Jean plötzlich einen Ruck gegeben zu haben. Er wollte mir was zeigen. Hier oben werde ich mit meiner Frau einziehen. Ha. Und unten dann deine Mutter, deine Schwestern und deine Tante mit Pudel. Wir Berner leben seit dem Ende des Sonderbundkrieges im Jahre 1847 in diesem Anwesen. Und wir Berner werden weiter hier leben. Du erwartest also von mir, dass ich 2047 die 200-Jahr-Feier der Familie Berner hier auf dem Familiensitz abhalte. Ich habe von meiner Frau gesprochen, nicht von dir. Büffel sagte mir, dass du hier das Ende deines Drehbuchs finden willst. Also eigentlich eher den Anfang meiner Ehe, was auch selber rauskommt, weil ein Drehbuch ist immer dann zu Ende, wenn die Hochzeitsglocken läuten. Und die kannst du doch auch beschreiben, ohne sie selbst gehört zu haben, oder? Denkst du, dass ich mit dir, dass ich dich als Versuchskaninchen für mein Drehbuch missbrauche? Ehrlich gesagt, war ich mir in den letzten Tagen nicht sicher, ob du jetzt nicht gerade mit mir eine deiner Szenen probst. Aber Jean, du bist doch keine Probe. Ich habe von dir geträumt. Ich habe gelogen wegen dir. Ich hatte sogar meinen Sprachfehler wieder. Eben nicht. Und genau daran habe ich es gemerkt, Juliane. Du hast, seit du hier in Zürich bist, nicht einen einzigen Satz unvollendet gelassen. Ich weiß ja nicht, wie das in deinem Drehbuch rüberkommt. Aber in meinem solid langweiligen Schweizer Leben beendet man sowas mit einem Diner im Zürcher Zunfthaus. Heute Abend, 19.30 Uhr, ich habe uns einen Tisch bestellt und eine Überraschung. Du hast einen großen Fehler, Jean. Ja? Dass du keinen hast. Wie verschieden Küsse schmecken. Der erste und der Abschiedskuss. Der Moment zwischen dem Ende eines Traums und dem Erwachen ist vielleicht der mit der größten Freiheit. Warum bloß musste ich dann heulen? Jean hat recht, Liebes. Ein goldener Käfig bleibt immer noch ein Käfig. Außerdem, man haut nicht einfach aus Hannover ab, um in Zürich zu enden. Und jetzt bring es bitte mit Stil zu Ende. Gute Geschichten sind immer vom Ende her ausgedacht. Ja, Mama. Bleib doch sitzen mit deinen Beinen. In deinem Drehbuch würde er doch auch aufstehen, oder? Heute Abend nichts über mein Drehbuch. Was immer du wünschst, Juliane. Es ist dein Abend.